Grüßt euch, Servus. Ja, ich bin auf der Donau unterwegs mit dem Kajak, wie ihr seht. Es ist traumhaft, es ist wirklich schön. Und ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz für Nacht. Ich hätte jetzt da eine Insel entdeckt, die ist hinter mir. Ich schau mal, dass ihr es seht. Das war jetzt die Insel hinter mir. Diese hier, die war wirklich super. Schön klar, Haufen Holz drauf. Schöner, ebener Platz, war perfekt für die Nacht. Aber leider haben da sehr viele Eier von irgendwelchen Enten drauf und die möchte ich auf keinen Fall stören. Von dem her suche ich jetzt weiter. Ich muss mich ein bisschen umdrehen, weil das Wetter schlägt langsam um. Ich denke, es wird Regen geben und von dem her brauche ich einen schönen Platz. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen flussaufwärts fahren, ein paar Kilometer, und schauen wir mal, dass ich da was Geeignetes finde. Du könntest mich begleiten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis später. Ja, ich habe jetzt einen schönen Lagerplatz gefunden. Der erscheint mir zumindest sehr geeignet für einen Lagerplatz. Von dem her, wie ich jetzt da aufbaue, es ist ziemlich windig jetzt schon. Und wir nicht viel Zeit verlieren, weil ich das Wetter nicht einschätzen kann. Es schaut aus, wenn es jetzt bald regnen wird. Aber da schauen wir mal. Jetzt bauen wir erst einmal einen Unterschlupf. Und dann sind wir schon mal weitgehend geschützt vom Regen. Und ja, dann machen wir es uns gemütlich. Ja, mein kleines Lager steht jetzt, ich sage mal so, einfach Hochglanzseiten für irgendein Magazin würde ich es nicht bringen mit dem Aufbau, aber er erfüllt Sinn und Zweck. Ich habe mich ein bisschen beeilen müssen, es hat zwischenzeitlich schon ein bisschen tröpfelt und von dem her habe ich den Aufbau schnell gewählt. Und zwar kann ich da hinten schlafen, da bin ich von der Nässe gut geschützt, kann hier vorne, wenn es regnet, ein bisschen sitzen, da habe ich eine kleine Sitzgelegenheit, kann da draußen mein Feuer machen. Deswegen habe ich immer meinen Notfallschelter dabei, so ein kleines
Okay, die Maße weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber es ist nicht groß. Aber man kann es auch hin und wieder verwenden. Das ist nicht schlecht. Ja, jetzt will ich es noch ein bisschen wohnlich einrichten hierin, dass ich ein bisschen besser arbeiten kann. Und dann geht es ja schon weiter. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen wohnlich eingerichtet. Das finde ich sehr wichtig, dass man sich wohlfühlt daraus, wenn man Nacht daraus verbringt. Ich tue das immer ganz gern. Man kann das noch weitaus mehr bauen, mehr im Bushcraft-Bereich, aber für mich reicht das jetzt seit Nacht. Ewig Zeit habe ich auch nicht. Ich habe jetzt da schon ein bisschen Holz vorbereitet. Muss ich jetzt noch zerkleinern, dass es für Bushbox passt. Und dann werden wir ein bisschen was kochen nachher und dann schauen wir mal, was die Nacht so bringt. Mein Glanzlager steht jetzt. Ich habe jetzt alles weitgehend vorbereitet für Nacht. Ein bisschen Brennholz habe ich auch. Das denke ich reicht zum Kochen und für den Kaffee morgen in der Früh. Das ist ganz wichtig. Und noch Regen schaut es jetzt momentan auch nicht aus. Das ist natürlich super. Das hat sich wieder ein wenig verzogen. Passt. Es kann aber jederzeit wieder zurückkommen. Was mir jetzt aber scheißegal ist, weil ich habe jetzt so mein Lager und von dem her passt das. Okay, ich mache es jetzt so. Ich will mir jetzt noch ein bisschen ausrosten. Ausrosten, für die, die es nicht wissen, die bayerische Sprache nicht genau kennen. Ausrosten ist Bayern, ausruhen. Ein bisschen Healing aufs Ohr hauen. Und normalerweise macht man das in Bayern auch so, dass man sich aufs Cannabis legt. Aber Cannabis habe ich nicht dabei. Aber das da ist sowieso weitaus besser. Okay, dann, wenn ich ausgerostet habe, werden wir ein bisschen was kochen. Klar, das sage ich euch nachher was. Und dann gibt es ja heute auch wieder Bushbox TV. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, dann sehen wir uns später. Bis gleich. Thank you.
Ja, jetzt wird langsam Zeit zum Kochen. Und jetzt machen wir mit Feuer. Ich könnte jetzt Feuer machen mit dem Zunder, was ich vor Ort finde. Wie so Schilfsachen und so, die brennen ja sehr gut. Das habt ihr in meinen letzten Videos gesehen. Aber ich habe da noch was dabei, das möchte ich euch zeigen. Das ist nämlich auch ganz gut. Ja, ich habe ja verschiedene Sachen drin in meiner Zunderbox. Und da möchte ich euch halt was zeigen. Und zwar sind das Oropax, die kennt wahrscheinlich jeder. Und zwar nicht die aus Stoff oder aus was die sind, aus Gummi, aus Schaumstoff, keine Ahnung. Und zwar sind das die Originalen, die sind aus Wachs und die sind umhüllt mit Watte. Die brennen da sehr gut und eignen sich sehr gut zum Feuermachen. Ja, soll ich meine Jacken gleich wieder ausziehen, Kind. Beim Feuer ist es gleich wieder richtig schön warm. Und ja, so manche eine wird sich gefragt haben, wo sie halt kochen. Ich wollte eigentlich halt angeln gehen, aber das Problem ist, hier brauche ich einen Sportfischerschein, haben wir informiert. Und ich habe keinen mehr. Ich habe einen gehabt, den habe ich abgegeben. Und ja, von dem her darf ich noch nicht fischen. Also angeln. Ist aber kein Problem, weil heute gibt es eine Currywurst. Ich habe vom letzten Mal, wo ich da meinen Beitrag gemacht habe, habe ich eine Currywurst gekocht. Und da habe ich noch welche eingefroren. Und die gibt es halt. Genau. Ja, meine Currywurst war ein Traum, wirklich, war sehr gut. Dazu habe ich einen schönen Paulaner-Spezi getrunken. Das ist gerne viel besser. Ja, es ist so, ich höre es, Regen. Es hat jetzt das Wetter ganz gewaltig umgeschlagen in den letzten paar Minuten. Es ist sehr windig. Draußen ist ein schöner Wellengang. Und ich habe jetzt da rundherum alles noch einmal gut verankert. Ich hoffe, das hält. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt langsam mit Bushbox TV. Thank you.
Ja, mittlerweile ist es ziemlich spät geworden. Leider ist Buschbox TV mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Ich habe nicht viele Einstellungen wählen können, weil draußen hat es ziemlich geringt. Drunter ist es gegangen. Dann habe ich mich noch sauber am Finger geschnitten mit dem blöden Schilf. Also da zeigt sich der Handschuh. Also Schilf haben wir letztes Mal schon geschnitten und jetzt wieder. Aber richtig schön doof in den kleinen Finger. Aber geht schon wieder soweit. Und ja, jetzt ist es ruhig, passt. Hoffe, es bleibt so. Und jetzt noch ein bisschen reinschauen. Dann Zähne putzen, ab in den Schlafsack, morgen bald raus, Sonnenaufgang anschauen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut und bis später. I'm going to go to the hospital.
Morgen, grüßt euch. Ja, ihr habt es gesehen, wir haben ein kleines Feuer gemacht. Haben einen kleinen Kaffee getrunken. Da komme ich demnächst auf euch zurück einmal. Da hänge ich gerade mit der kleinen Rösterei zusammen, weil mich das nervt, immer schlechten Kaffee zum Trinken. Der heute war schon mal sehr gut. Aber da kommt noch was, demnächst. Ja, zu meiner Nacht. Ich habe traumhaft geschlafen. Das ist nicht gelungen, ich habe wirklich super geschlafen. Es hat die ganze Nacht durchgeringt. Der Regen hat schön ans Taub prasselt. Das hat richtig gut da am Kopf, da wird man wieder gesund. Das ist schön. Ja, ansonsten gibt es eigentlich auch gar nicht viel zum Verzeihen. Ihr seht es, es regnet. Muss ich sagen, vor meiner Zeit, vor YouTube, auf meine Touren hat es immer geringt. Die Leute, die mich kennen, wissen es. Es hat wirklich immer geringt, egal ob ich mit Radl fahre oder rausgehe. Und seit ich YouTube mache, ist es wirklich so, dass Sonne scheint meistens. Ja, aber von dem her habe ich sehr viel Regenerfahrung. Und ist mir das auch egal. Ich mag den Regen auch ganz gern. Ja, ich will jetzt da noch ein bisschen Abbau dann alles zusammenräumen, wie mein Kajak buckeln und wir dann eineinhalb Stunden flussabwärts noch paddeln. Da nehme ich meinen Nikon mit. Vielleicht drehen ein paar schöne Sequenzen. Und ja, ansonsten sind wir durch. Ich hoffe, der Beitrag hat euch ein bisschen gefallen. Für mich war es super schön raus wieder. Echt, wirklich. Hat mir ganz gut gefallen diesmal. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche, denke ich, mal wieder. Weil ich muss ein bisschen was machen. Da entsteht ein kleiner Quick-Tipp draus, weil ich nehme die Kamera mit, könnt ihr begleiten. Und ja, dann sind wir jetzt durch. Ich tue jetzt die Kamera wieder rein, weil es komplett abbringt. Die sind wasserfest. Und wünsche euch jetzt viel Glück, Gesundheit und macht was aus einer Freizeit. Und sehen wir uns bald wieder. Für euch! Klick, klick, ja, jetzt kommt das Schiff. Jetzt kommt das Schiff. Schlecht. Ja, ich habe eine traumhafte Nacht. Eine traumhafte Nacht hinter mir. Einen Kaffee getrunken, da komme ich auf euch. Servus, grüßt euch. Ja, traumhaft. Also kein Jagd. Alle. Super. Geht langsam um, es soll Regen geben. Und ja, es zieht das Wasser ganz schön zurück. Da sind da jetzt zwei Schiffe.
nicht schlecht. Okay, dann holt mich noch ein bisschen fest. Ich schlecht einschätzen momentan. Es kann Regen geben, kann aber auch sein, dass es wieder verzirkt. Ich weiß nicht genau. Und dann machen wir die Pommes. Der Currywurst aufwärmen. Ist ganz einfach. Ja, mein Essen war perfekt, war super. Jetzt ist es so, das Wetter gerade umschlägt. Boah, das ist Rauchvergiftung. Es war wirklich super, es war wirklich eine sehr gute Currywurst wieder. Mit schön, ja, Spezi noch halt. Das Wetter schlägt momentan um. Dann haben wir ja sauber am Finger geschnitten. Fix. Ganz gewaltig umgeschlagen das Wetter. Und ja, das Wetter. Sehr gute Currywurst. Ich habe dazu einen schönen Paulaner Spezi getrunken, was so richtig schön ungesund ist. Muss auch mal sagen.